Hallo zusammen, schön, dass ihr reinschaut. Ich wollte euch mal einen kleinen Drucktest von mir zeigen. Und zwar war ich auf der Seite Spreadshirt, auf der man sich eben unter anderem T-Shirts und verschiedene andere Accessoires und Handyhüllen, Tablethüllen, Kochschürzen und so weiter und so fort selber bedrucken kann. Es gibt eine relativ große Auswahl an Motiven, die irgendwelche Designer eingestellt oder hochgeladen haben, aber man kann eben auch seine eigenen Grafiken verwenden. Und das ist was, was ich schon mal seit Jahren machen wollte, mir mal irgendwas eigenes Cooles machen. Und als allerersten Versuch, einmal um die Druckqualität zu testen und auch das Material, habe ich mir mal ein T-Shirt und eine Kappe machen lassen. Ich habe jetzt grafisch jetzt nicht ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Ich habe hier das McRalph M verwendet, habe hinten noch das Logo draufgepackt. Ich zeige euch das. Auf dem T-Shirt insgesamt zwei Grafiken, auf der Mütze insgesamt drei. Und wir gucken uns jetzt mal gemeinsam an, wie denn dieser Druck von Spreadshirt aussieht. Denn man muss sagen, Spreadshirt ist nicht unbedingt der günstigste Druckerservice für T-Shirts, aber im Vergleich zu manchen lokalen Anbietern dann doch in einer viel besseren Qualität, wie ich jetzt auf den ersten Blick feststellen musste. Ich zeige euch das jetzt einfach mal kurz, was ich beim T-Shirt gemacht habe, was ich bei der Kappe gemacht habe, was ich für den ersten Eindruck davon habe. Und dann könnt ihr mir sehr gerne auch noch eure Fragen am Ende in die Kommentare reinschreiben. Zum Beispiel in ein paar Wochen, wie es nach ein paar Mal Waschen aussieht. Das ist ja dann immer das ganz Entscheidende, ob so ein T-Shirt dann bloß 2 Wochen hält oder 4, 5 Waschmaschinen wäschen oder ob man auch eine längere Freude davon hat. Okay, passt auf, wir fangen einfach mal mit dem T-Shirt an. Das ist ein schwarzes T-Shirt Größe L. Es gibt, und das ist eigentlich auch ziemlich cool, eine Auswahl an verschiedenen T-Shirts. Ich habe mich jetzt für die Marke American Apparel entschieden, weil ich die von anderen Produkten bereits kenne und da eigentlich den Eindruck von habe, dass es immer ein recht ordentliches und relativ weiches und festes Material ist und nicht so ein Butterbrotpapier. Das günstigste T-Shirt auf Spreadshirt kostet, ja, so um die 13, 14 € rum. Ich glaube, die Grafik, wenn ihr eine Grafik drauf macht, kostet dann nochmal 1 €. Also das günstigste ohne Versand ist um die knapp 15 € und da kommen dann nochmal 3, 4 € Versand drauf, je nachdem, wie viele ihr bestellt. Wenn ihr eine gewisse Menge bestellt, einen gewissen Umsatz habt, wird auch die Versandkostenpauschale ein bisschen niedriger. So. Das T-Shirt hier von American Apparel kostet nämlich schon blanko gute 20 €. Dann kommen noch die Grafiken drauf und dann bist du nämlich mal ratzfatz bei 24, 25 €. Aber ich zeige euch das jetzt einfach mal. So, auf die Front habe ich einfach das McRalph M draufdrucken lassen. Wie gesagt, das T-Shirt ist schwarz. Das M ist eigentlich auch schwarz und ich habe eben einen McRalph-blauen Rand dazu gepackt. Erstmal eine relativ klare Grafik. Und was das Schöne ist, ist natürlich jetzt vor der Kamera vielleicht ein bisschen schwierig zu sagen. Ich versuche euch das ein bisschen zu zeigen. Also, das Ganze wird mit so einem Laser-Offset-Druck auf das T-Shirt aufgebracht. Und wenn man sich das mal ein bisschen anschaut, ein bisschen fühlt, ihr seht, es ist so ein leichter Glanz bei dem Druck. Es ist aber, ja, es ist irgendwie so eine Mischung aus Folie und Textildruck. Also ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht von anderen relativ günstigen T-Shirt-Druckereien kennt. Mancher Kopiershop macht auch solche T-Shirts. Ich zeige euch das mal. Pass mal auf. Ich habe hier nämlich einen von einem Junggesellenabschied letztes Jahr. Und das war so ein Teil, das haben wir vor Ort bei einem Kopiershop machen lassen. Und mal abgesehen davon, das Ding hat noch nicht mal 5 Wäschen überstanden, dann sah es so aus, nämlich total ausgebleicht, man erkennt gar nichts mehr. Und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, das sieht man jetzt vielleicht im Video nicht, aber hier sieht man die Kante von der Folie. Das heißt, man spürt die Folie ganz deutlich, es ist also relativ grob ausgeschnitten, die Folie. Also wenn man sich das mal genau anguckt, geht hier einmal komplett hier um das Teil rum. Also man spürt die Folie. Und wie gesagt, nicht mal 5-mal gewaschen, dann war das Thema Geschichte. Die Qualität, was wir hier von Spreadshirt haben, sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus. Denn es wird tatsächlich nur das an Grafik aufs T-Shirt aufgebracht, was auch tatsächlich Grafik ist. Also wir haben hier dazwischen reine Textilie, also keinerlei sichtbaren Folienrand. Das ist schon mal sehr geil und wirkt dadurch schon mal deutlich hochwertiger. Trotzdem ist es aber auch kein Druck, der jetzt wie bei manchen Markenprodukten vielleicht so richtig in das Material reingegangen ist, sondern es ist schon trotzdem wie so eine Art Folie, die oben aufgebracht ist. Wirkt aber auf den ersten Blick relativ robust, hat also auch keine Kanten, die irgendwie abblättern können oder sowas. Laut Spreadshirt.de hat das eine hohe bis sehr hohe Haltbarkeit, was auch immer das heißt. Also ich werde das T-Shirt jetzt in den nächsten Wochen mal verstärkt anziehen und
Mal ganz gezielt mal ein bisschen öfters in die Wäsche reinhauen, um mal zu gucken und euch dann auch sagen und zeigen zu können, wie das Teil nämlich dann nach einigen Wäschen aussieht. Aber auf den ersten Eindruck her ziemlich cool. Keine Folienkante, keine spürbare Kante am Rand und an sich wirkt das ganz vernünftig. So, das ist jetzt erstmal ein klassisches M, klare Linien, ein sehr, sehr sauberer Druck. Auf der Rückseite am Nacken habe ich dann noch das McRalph-Logo angebracht. So. Eine relativ kleine Grafik, sieht auch ordentlich aus, schon mal, ich zeige euch das mal. Das ist im Endeffekt dann hier hinten im Nacken so ein bisschen dezent. Vorne das McRalph M, hinten das Logo, damit es nicht ganz so dominant ist. Der Spreadshirt Online-Konfigurator bringt also auch eine Funktion mit, indem ihr die Grafiken zentrieren könnt, dass sie also auch wirklich mittig sind. Und auch das ist relativ gut gelungen, was allerdings auf den ersten Blick schon auffällt. Das ist für den Drucker ein bisschen zu fein, vor allem für diese kleine Grafik. Denn wir haben hier das McRalph-Logo mit einem Verlauf, oben helleres Blau, unten dunkleres Blau. Dann haben wir hier die Cowboy-Silhouette mit dem Waffengürtel, mit dem Gamepad und dem Mauspad drin. Und wir haben hier innerhalb der McRalph-Schrift auch noch einen Verlauf. Oben weiß und unten geht es ins Graue rein. Da merkt man dem Drucker an, da hat er ein bisschen Schwierigkeiten mit gehabt. Kann auch daran liegen, dass eben die Grafik im Gegensatz zu dem riesen M auf der Vorderseite eben auch relativ klein ist. Also ich kann euch bloß raten, das ist mein erster Eindruck. Wir sehen es auch gleich bei der Kappe, die ich euch im Anschluss zeige. Wenn ihr da was drucken lasst, tut euch einen Gefallen, verwendet große Grafiken mit relativ klaren Farben. Umso feiner das Ganze wird, umso ungenauer wird es. Und das sieht man eben hier. Aber an sich trotzdem auch ordentlich abgeschnitten. An der oberen Kante ist so ein ganz leichter heller Rand, der da eigentlich nicht hingehört. Aber es ist okay. Es ist farbecht und es sieht vernünftig aus. Aber ja, tendenziell würde ich wahrscheinlich zukünftig auf so kleine Grafiken eher verzichten und auf die großen Symbole setzen. So, das ist das T-Shirt. Erster Eindruck positiv. Ich bin gespannt, wie es nach ein paar Wäschen aussieht. Jetzt gucken wir uns mal die Kappe an. Da habe ich es im Endeffekt ähnlich gemacht. Ich habe mir so eine Snapback-Kappe bestellt, das heißt, die sich hinten hier flexibel verstellen lässt. Es gibt auch klassische Baseball-Caps auf Spreadshirt.de, die dann noch ein bisschen lappriger sind. Die hier ist nämlich vorne ein bisschen versteift. Auch der Schirm ist relativ fest. Ich hatte die jetzt schon ein bisschen leicht angebogen. Die ist also wirklich komplett gerade gekommen. Und es gibt aber auch noch eine Variante, die eben komplett hinten textil ist, also komplett geschlossen ist. Da müsst ihr halt bloß eure richtige Kopfgröße wissen und angeben, dass sie dann auch wirklich passt. So, auf der Vorderseite, genau wie beim T-Shirt, das M mit einem ähnlichen Druckverfahren. Das Ganze glänzt sogar noch ein bisschen mehr als auf dem T-Shirt, ist aber dieselbe Qualität. Also man hat keine spürbaren Kanten. Es ist sehr sauber geschnitten, man sieht also keine Folienränder und nichts, also sieht von der Verarbeitung her sehr sauber aus. Das gleiche und finde ich auch ziemlich cool gelungen, habe ich nämlich hier auf die Rückseite dann nochmal getan, das große M hinten nochmal in der kleinen Variante und auch sehr geil, wenn man bedenkt, dass ich es wirklich sehr klein gemacht habe, super Druckqualität. Also da sieht man auch keine sichtbaren Ränder, da gibt es keine Farbverläufe oder irgendwie so ein Mist. Ist also auch sehr gut gelungen. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema. Macht keine kleinen Grafiken mit zu feinen Elementen. Denn ich habe hier nochmal das McRalph-Logo draufgepackt und ich weiß nicht, ob man es auf dem Bild richtig erkennen kann. Also hier oben ist das Ding auf jeden Fall an der Oberkante, hier sind wir, an der Oberkante nicht ganz sauber abgeschnitten. Wir haben nämlich an der Oberkante einen roten Streifen und an der Unterkante einen blauen Streifen. Also das ist nicht sauber, das gefällt mir nicht, das gehört da nicht hin. Da hat der Drucker wahrscheinlich am Rand Probleme gehabt, dann ist es nicht ganz super sauber abgeschnitten worden. Also der Drucker scheint einfach mit diesen kleinen, feinen Geschichten ein Problem zu haben. Aber an sich trotzdem ganz cool, hinten die Logos drauf und vorne. Also da vom ersten Eindruck her, ja, dasselbe, was ich beim T-Shirt schon gezeigt hat. Große, klare Grafiken, also mit klaren Linien, die der Drucker, das Schneidesystem dann eben auch ordentlich verarbeiten kann, sind kein Problem. Aber sobald es hier in so das Filigrane, in das Kleine reingeht, wird es relativ ungenau und sieht dann auch nicht mehr so wertig aus. Gut, an sich okay. Es gibt hier zwei Mankos. Das eine Manko ist, dass mir die Passform von der Kappe jetzt nicht besonders gut gefällt. Liegt ganz einfach daran, dass sie ein bisschen eckig ist. Sie ist ein bisschen sehr, sehr kantig. Klar, sie ist vorne versteift, aber ich habe hier auch andere Kappen zu Hause. Also ich habe ja ein bisschen Problem mit dieser Passform. Vielleicht muss man sie einfach in der Wäsche tun, dass sie mal ein bisschen weicher wird, aber das ist einfach so ein kleines persönliches Ding, wo ich mir nicht ganz sicher bin.
Ja, ob die mir so gut gefällt, weil sie hat nämlich hier, ihr seht es ein bisschen von vorne vielleicht, ich tue mal das T-Shirt weg, dass man den weißen Hintergrund hat. Die ist relativ eckig von vorne. Hier ist eine Kante, da ist eine Kante, da ist eine Kante. Also irgendwie nicht ganz so geschmeidig, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber ein viel größeres Problem. Und ihr seht's, ich halte die Kappe nämlich jetzt zentriert in die Kamera. Das M ist nicht zentriert. Das M ist leicht links versetzt. Tja, ich weiß, der Online-Konfigurator hat eine Fähigkeit oder eine Einstellmöglichkeit, dass man die Grafiken zentrieren kann. Ich würde auch behaupten, ich habe es getan. Ich weiß es ja schließlich. Deswegen, mal gucken. Ich werde die Kappe nämlich reklamieren müssen. Es sieht nämlich absolut beknackt aus, wenn du die Kappe gerade aufhast und das M ist so leicht links versetzt. Also das sieht echt so ein bisschen, ja, sieht ein bisschen dämlich aus. Ich werde das Ding auf jeden Fall nämlich reklamieren. So kann man die nicht aufsetzen. Und da bin ich mal gespannt, ob das mein Fehler im Online-Konfigurator war. Ob mir Spreadshirt das quasi nachweisen kann oder ob das eben ein Fehler im Druck ist. Ihr seht es hier oben auch sehr, sehr schön. Hier ist diese Mittelkante und ihr seht, wo die Mittelkante aufkommt. Also deutlich rechts versetzt am M. Gut, das checke ich nochmal ab, ob es mein Anwenderfehler war oder ob der Druck dran schuld ist. Es gibt natürlich auch so einen Druckqualitätsservice, der kostet dann gleich wieder ein paar Euro. Dann gucken Sie sich das im Vorfeld für euch nochmal ganz genau an, aber dann wären die Dinger wirklich unbezahlbar, weil die Kappe mit drei Grafiken, das Problem ist, ihr müsst wirklich jede Grafik einzeln zahlen. Vollkommen egal, wie groß das ist. Die kosten alle gleich und ich habe hier vorne eine draufgeklatscht und hinten zwei kleine und dann noch die Kappe. Dann kostet die mal eben auch zwischen 25 und 30 Euro. Also ein Haufen Steine. Aber wie gesagt, das war jetzt einfach mal der allererste Test. Ich wollte mal sehen, die Textilqualität des T-Shirts, die Verarbeitungsqualität der Kappe und vor allem, wie der Druck dann auch wird. Vom ersten Eindruck her positiv. Ich habe echt Bock, noch ein paar andere Sachen zu designen und vielleicht auch mal echt so einen kleinen Fanartikel-Shop oder sowas mal zu machen, weil ich die Dinge habe ich mir jetzt einfach geholt, weil ich Bock habe, sie selber zu tragen. Und ja, erster Eindruck positiv. Wie gesagt, in den nächsten Wochen werde ich mal verstärkt das Zeug tragen und ein paar Mal in die Waschmaschine reinschmeißen und euch dann gerne auch nochmal die Fragen beantworten, ob das Ding dann, was weiß ich, nach 5 bis 10 Wäschen immer noch so aussieht. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über ein Däumchen nach oben. Bow. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut.